Ja, hallo, ich bin Revel und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist der zweite Part von 5 Wünsche für Assassin's Creed Empire. Und der letzte Part ist ja richtig, richtig gut bei euch angekommen. Von daher habe ich mir gedacht, ey, weiter geht's, war eh in Planung. Und wenn es dann auch noch so gut bei euch ankommt, dann sehe ich da gar kein Problem damit weiterzumachen. Von daher starten wir auch direkt mit Punkt 1. Punkt 1 ist Minispiele. Als Beispiel habe ich da Assassin's Creed 4. Da konnte man ja Mühle, Dame und noch so ein Spiel aus Madagaskar spielen. Ich fand das richtig, richtig cool, da man da auch kleinere Mengen an Geld bekommen konnte. Allerdings auch verlieren konnte, aber in den meisten Fällen hat man dann aber gewonnen. Genau, das fand ich halt immer richtig cool und auch ein guter Zeitvertreib für zwischendurch. Und für Ägypten hätte ich da das Spiel Mancala. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, Mancala ist ein Spiel, das wurde im 4. Jahrhundert nach Christus in Ägypten erfunden. Jedenfalls waren dort die ersten Funde von diesem Spiel. Und es sieht eigentlich ganz interessant aus. Hab mir da auch ein paar Erklärungsvideos von angeguckt. Und es sieht wirklich nach Spaß aus. Von daher kann ich mir das auch richtig gut in Empire vorstellen. Ja, es geht halt quasi um Steine, die man gewinnen muss. Und an sich ist das Spiel recht einfach zu verstehen, aber schwer zu erklären. Also ich habe das jetzt versucht, da kam irgendwie so ein 1 Minute 10 Erklärungsvideo raus. Aber das finde ich dann doch ein bisschen zu viel. Von daher sind da jetzt Videos und Anleitungen in der Videobeschreibung zu diesem Spiel, falls euch das näher interessiert. Und weiter geht's. Punkt 2 ist krasse Nebenmission. Da habe ich mir so überlegt, sie können ruhig diesen normalen Assassin's Creed Muster folgen, also irgendwelche Leute belauschen, bestehlen, Orte infiltrieren und klauen oder einfach eine Person töten. Also das finde ich gar nicht mal so schlimm, aber es sollte auch einige Nebenmissionen geben, die diesem Muster halt nicht unbedingt entsprechen. Als Beispiel habe ich da Assassin's Creed Syndicate. Da gab es nämlich eine Nebenmission, da hat man so eine Minigun betätigen können und das war einfach nur cool. Von daher kann man sich da ruhig mal was einfallen lassen, was vielleicht einfach mal was Besonderes ist. Punkt 3 wäre dann spielerische Freiheit. Ja, das wurde ja quasi mit Unity eingeführt, dass ich eine Mission lösen kann, wie ich möchte. Und auch wenn ich mal entdeckt werde, führt das halt nicht direkt zur Desynchronisation, sondern ich kann dann einfach weitermachen. Genau, das fand ich halt richtig cool, weil man konnte eine Mission halt so lösen, dass man einfach gegen alle Wachen kämpft und dann die Zielperson halt umbringt. Aber man konnte genauso gut halt auch die Situation ausnutzen, dass man halt verschiedene Möglichkeiten hat, diese Person umzubringen. Das heißt, ich konnte zuerst einen Schlüssel holen, dann noch eine Person belauschen, damit ich ein besonderes Attentat ausführen kann. Und letztendlich konnte ich dann ganz stealthy auch in dieses Gebäude rein und die Zielperson umbringen und dann auch wieder ungesehen rauskommen. Und wie gesagt, das muss halt unbedingt in Empire weitergeführt werden, da es für mich wirklich viel, viel mehr Spielspaß gebracht hat. Punkt 4 wäre dann wieder was aus Unity, und zwar das Kampfsystem. Ja, ich fand es zwar recht anspruchsvoll, jedenfalls mit schlechten Waffen, und man hat den Unterschied zwischen schlechten und guten Waffen halt wirklich gemerkt. Ja, das heißt, mit einer schlechten Waffe war es quasi fast unmöglich, mehrere Gegner umzubringen, und mit einer krassen Waffe war es halt recht gut. Ja, ich fand das mit diesem Parieren halt richtig gut, und ansonsten hat mir das auch recht gut gefallen. Genau, also Unity's Kampfsystem würde ich mir einfach wünschen. So, und als 5. Punkt habe ich mir dann Rätsel aufgeschrieben, das heißt beim Aussichtspunkt da erklimmen, dass man da auch mal ein bisschen nachdenken muss und dass man da dann nicht einfach nur dumpf nach oben steigt, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen nachdenken muss. Ja, muss ich nicht vielleicht den Weg gehen oder doch den Weg, ja. Das war jetzt nur so eine kleine Idee und das war bis jetzt auch eigentlich fast immer so. Genau, und dann halt noch beim Truhen öffnen und Türen öffnen Dietriche benutzen müssen, also auch wieder aus Unity. Ja, dass man da dieses kleine Minispiel an der Seite hat. Das fand ich auch richtig cool. Und von daher würde ich auch sagen, das war's. Ja, was haltet ihr von diesen Punkten? Schreibt das doch ruhig mal in die Kommentare und vielleicht habt ihr auch noch ein paar Ideen. In dem letzten Part haben ja schon einige ihre Meinung gesagt. Das fand ich richtig cool. Ja, von daher kann es gerne so weitergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.